Hallo und ganz herzlich willkommen hier mal wieder zurück zu Nicetech. Ich bin es mal wieder, Emu, heute hier mit einem kleinen Unboxing-Video zu einem Produkt, was uns von der Firma selber zur Verfügung gestellt wurde. Deswegen steht hier oben Werbung. Allerdings, wenn wir das natürlich testen, wie alles auf unserem Kanal, ist das unsere eigene Meinung. Wir haben lediglich das Produkt zur Verfügung gestellt bekommen. Was das hier ist, habt ihr vielleicht schon im Titel gelesen. Es handelt sich hier um einen kleinen Mini-Beamer, um einen Kurzdistanz-Mini-DLP-Projektor, sowas in der Art. Also, dieses Produkt ist von ApeMan. Wir haben ja einen DLP-Projektor, der M4S. Wir sehen auch schon, das ist deutlich kleiner als so andere Mini-Projektoren. Der soll auch einen eingebauten Akku haben und ein paar Stunden halten. Das heißt, man kann den gut irgendwo mit hinnehmen oder draußen verwenden oder sowas in der Art. Dann gucken wir mal hier oben. Hier oben steht nichts Großartiges. Hier steht nichts Großartiges. Hier steht auch nichts Großartiges. Hier unten haben wir vielleicht noch ein paar kleinere Hinweise. DLP Technology, Mini Pocket Size, Built-in Battery und Adjustable Brightness. Ansonsten steht hier nichts weiter drauf. Dann machen wir das doch einfach mal direkt auf. So, gucken wir mal rein. Hello! Okay, hier haben wir zunächst eine kleine Begrüßungskarte, Social Media Accounts, E-Mail-Adressen etc. Dann haben wir hier das User Manual. Oh, das ist schon ein bisschen dicker, aber es ist in mehreren Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch. Cool. Dann haben wir hier schon den Beamer selber. Ich nehme den mal zuerst raus und packe den hier weg. Und dann haben wir noch hier Accessories, also Zubehör, was wir uns natürlich zuerst anschauen. Mehr ist nicht drin. So, was haben wir hier? Okay. Wir haben ein HDMI auf HDMI-Kabel, vermutlich noch nicht mal einen Meter, vielleicht ein halber. Cool, dass aber ein HDMI-Kabel mit dabei liegt. Wir haben einen Netzstecker. Das ist auch eine kleine, sehr positive Eigenschaft. Denn das Teil hat nämlich USB-C und wir haben hier einen Quick Charge 3.0 Stecker, auch sehr interessant, mit so einem orange-roten Inlay, sage ich jetzt mal. Ja, sehr interessant, dass das auf jeden Fall mit dabei liegt. Und dann haben wir noch ein USB-C Kabel. Also sehr, sehr cool, dass man dieses Teil mit USB-C aufladen kann, offensichtlich auch mit Quick Charge. Also wirklich, hier hat sich jemand Gedanken gemacht. Und wir haben noch, nett, dass es dabei liegt, ein kleines Mini-Mini-Mini-Mini-Stativ. Weil das Teil selber ja keine Füße hat, hat man hier quasi die Möglichkeit, das da drauf zu schrauben. Das schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an. So, dann schauen wir uns doch mal den Projektor an sich einfach mal an. Gucken wir mal, was das Teil hier so bringt, beziehungsweise wie es aussieht. Da ist er auch schon. Also wir sehen direkt, er glänzt auf jeden Fall und nimmt dementsprechend auch ordentlich Fingerabdrücke an. Wir haben hier oben ein kleines Bedien-Touch-Feld, welches aufleuchtet, sobald man den Beamer anmacht, und dann kann man da verschiedene Sachen einstellen. Es gibt keine Fernbedienung, man kann nichts über Smartphone steuern oder dergleichen, sondern alles über so ein kleines Touch-Feld. Alles ist relativ, es gibt nicht viel einzustellen, aber das schauen wir uns natürlich im Review etwas genauer an. So, gucken wir mal, was hier so die einzelnen Seiten mit sich bringen. Hier drüben nichts. Hier hinten die Anschlüsse. Was haben wir denn hier? Also wir haben einmal USB-C zum Aufladen oder zum Verbinden mit dem Smartphone oder dergleichen. Das funktioniert hier drüber nämlich auch, sagt zumindest der Hersteller. Den vollwertigen HDMI-Anschluss, den USB-A-Anschluss mit 5 Volt Output. Das heißt, dieses Teil kann zum Beispiel ein Chromecast oder dergleichen mit Strom versorgen, was sehr, 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 sehr cool ist. Oder man kann dieses kleine Teil hier auch als Powerbank nehmen. Da ist nämlich ein 5000 mAh Akku drin, laut Hersteller. Und natürlich ein Audioausgang, wenn über HDMI das Audiosignal reingeht. Könnte das über diese Lautsprecher, die hier drin sind, abgespielt werden. Aber ich glaube, wir brauchen hier nicht großartig erwähnen, dass das kein Heimkino-Sound sein wird. Deswegen hier nochmal eine Audiobuchse, 3,5 mm Klinke.
Auf dieser Seite haben wir ein paar Knöpfe, ein paar Einstellungsmöglichkeiten, beziehungsweise einmal den Power-Knopf, worüber wir das Ganze anmachen können, und noch zwei Knöpfe, womit wir so ein bisschen die Entfernung einstellen können, also die Schärfe. Das funktioniert hier quasi so mehr oder weniger, ja, mechanisch schon, aber wir können das quasi eingeben und dadurch bewegt sich da drin etwas. Also kein Schraubrädchen oder gleichen, was sehr, sehr cool ist, schauen wir uns natürlich im Test etwas genauer an. Und hier vorne haben wir dann jetzt die Linse. So sieht sie aus. Sie ist sehr, sehr klein, ist ja klar, für einen kleinen Projektor. Schade ist, dass es hier keinen Schutz gibt. Irgendwie so eine kleine Kappe, die man drauf machen kann oder sowas, was man so davor schieben kann. Das heißt, die Linse liegt immer frei. Es ist auch schade, dass es kein Transportcase oder sowas dazu gibt. Würde sich anbieten, gerade bei einem Mini-Beamer, der für den Transport gedacht ist, gibt es gar nicht. Und dann ist es natürlich schwierig, das auch einfach in die Tasche zu stecken, gerade mit dem glänzenden Klavierlack-ähnlichen Look hier oben. Das könnte schnell Kratzer auch anziehen, genauso die Linse, also Vorsicht. Hier vorne haben wir dann noch die Kühlrippen. Es ist ein Lüfter natürlich integriert, mal gucken, wie laut er ist. Und auf der Seite haben wir auch nichts. Und auf der Unterseite haben wir noch ein paar Sachen, natürlich nochmal ein paar Kühlrippen, wie auch immer. CE-Zeichen und dergleichen. Eine Schraubenanschluss für die Stative oder Deckenhalterung oder so. Vier gummierte kleine Standfüße und einen kleinen Neiger, womit man das Gerät halt so ein bisschen auf den Tisch stellen kann und dann ist das so minimal geneigt, nichts Großartiges, aber so kann man wenigstens eine kleine Neigung erzeugen. So, dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns doch einfach mal an, wie das Ganze mit dem kleinen Stativ läuft. Schrauben das einfach mal hier an und ich sehe schon, dieses Stativ hat natürlich keinerlei Kugelkopf oder so, das bedeutet, man kann das Teil nicht großartig im Winkel jetzt verstellen. Es ist auf einen Winkel festgelegt, man muss damit irgendwie Büchern oder sowas das lösen, weiter nach oben oder nach unten zu kommen. Also hier, wir sehen es, wir haben keinerlei Winkel. So würde das dann stehen, es würde immer gerade stehen, aber gut, es ist kostenlos mit dabei, man darf da nichts Großartiges erwarten und demnach würde bestimmt jeder irgendwie selber eine Lösung finden, das irgendwie ordentlich zu stützen bzw. im Neigungswinkel verstellen zu können. Schön, dass es mit dabei ist, nicht sonderlich sinnvoll, ist pures Plastik, aber ja, es liegt mit dabei. Gucken wir, ob wir das Teil einschalten können. Oh ja, das können wir sogar wirklich und hier haben wir auch schon das Bild von dem Teil. Es ist jetzt hier aufgrund des Untergrunds natürlich wirkt das recht dunkel, auch weil wir hier natürlich die Studioleuchten anhaben. Es ist aber relativ hell. Jetzt haben wir es auch vorhin hier oben gesehen. Die kleinen Bedienelemente sind hier aufgetaucht. Also wir können die Trapezkorrektur einstellen, also wie das Bild je nach Winkel verstellt werden soll. Wir können hier die Lautstärke einstellen und die Brightness in 3 Stufen. Jetzt hören wir auch ein bisschen den Lüfter. Das ist die hellste. Das ist die mittlerste und das ist der Eco-Modus. Ja, also es gibt auf jeden Fall einen kleinen Unterschied von der Lautstärke des Lüfters, ist aber vollkommen in Ordnung. Es wird sich zeigen, wie gut dieser Beamer ist. Die Auflösung beträgt kein Full HD, kein kleines HD, also keine 720p, sondern 840x480 Pixel. Auflösung ist das eine, Schärfe das andere. Deswegen schauen wir einfach, was dieser Beamer in Sachen Schärfe leistet. Er ist relativ hell, also es geht auf jeden Fall klar und wir können auf kurzer Distanz relativ große Bilder erzeugen. Also ich glaube, so auf 2 Meter Entfernung kann man 120 Zoll erzeugen oder dergleichen, irgendwie sowas. Ein nettes kleines Teil, mal gucken, was es taugt, das schauen wir uns natürlich im Test genauer an. Ja, das soll es gewesen sein mit dem kleinen Unboxing-Video zum Apeman Projector, zu einem Mini-Projector M4S. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt uns eure Meinung und eure Fragen zu diesem Gerät gerne in die Kommentare, dann versuchen wir die im Review so gut es geht zu beantworten. Vielen Dank nochmal an Apeman für die Bereitstellung des Artikels. Wie immer bleibt natürlich unsere Meinung komplett frei. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Also, macht es gut. Bis dann. Ciao.